So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Letztes Mal haben wir festgestellt, dass es noch mehr Missionen gibt, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass wir da noch die Crocs noch nicht haben. Machen wir erstmal schnell die Rivali-Mission nochmal. Fangen wir mal damit an. Die war, glaube ich, nicht so groß, was die Map angeht. Ich glaube, da müsste ich klarkommen. Die meisten Crocs haben wir hier ja auch schon. Einer muss ganz am Anfang sein. Also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Die Orni leben in einem Grenzland. Einer muss ganz am Schluss sein. Also da muss ich aufpassen, wenn der Endkampf losgeht. Bevor der Endkampf losgeht, dass ich da den Croc finde. Bevor ich das abschließe, da muss ich aufpassen. Aber auch das sollte jetzt recht fix gehen. Wir sind ja deutlich stärker. Ne? Schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, jetzt muss ich wieder ganz viele Orni töten. Jawohl, so sieht's aus. Aber die Musik ist halt episch, SF. Ich weiß es nicht. Ja, ich sag ja, ganz am Anfang muss der erste sein und der andere ist ganz am Schluss. Großartig. Wirklich großartig. Oh mein Gott. Okay, den ersten haben wir. Okay, so klein ist die Map gar nicht. Weil hier war nämlich auch einer, ne? Genau, hier war nämlich auch einer. Ach, geht halt heim, echt wahr. Alter, ne? Es fühlt sich immer noch so falsch an, die einfach zu verprügeln. Lassen wir es einfach, die zu verprügeln. Ich glaube, ich kann recht gut wirklich durchrennen, nachdem wir ja gerade festgestellt haben. Ah! Nachdem wir gerade festgestellt haben, ich kann nicht mehr reden. Ich sag den Satz gleich zu Ende. Ich muss kurz nachdenken, was ich sagen wollte. Nachdem wir festgestellt haben, dass der Croc am Ende des Dings ist. Ja, jetzt machen die das kaputt, ist schon klar. Super Idee, echt. Fantastisch. Habt ihr ganz toll gemacht. Applaus für dieses Meisterwerk an. In Ordnung. Dummheit. Wie sie einfach ihre Brücke zerstören, weil derjenige kommt, der das Land retten will. Ey, es ist so dämlich. So dämlich einfach nur. So komplett dämlich. Ich muss mich halt trotzdem nochmal umgucken, so ein bisschen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob es am Ende ist, aber es müsste halt am Ende sein. Weil es von der Auflistung her halt am Ende der Croc war. Und ich denke schon, dass die nach der Reihenfolge aufgelistet sind. Warte, ich glaube, ich hätte den gerade gar nicht kaputt machen müssen da oben, oder? Das war eigentlich ein Posten, den man nicht einnehmen muss. Egal. Jetzt haben wir ihn halt eingenommen. Weil wir es können. Den hier muss ich einnehmen. So. Jetzt geht hier der Weg auf. Genau. Dann gehen wir nochmal kurz hier runter. Ach, da geht's aber auch weiter. Ach nee, ich muss da. Ich verstehe, ich musste da hoch. Das war das. Ja, ja, ich weiß wieder. Das war das Ding. Ich musste hier hoch. Alles gut.
Alles gut, ich muss hier kurz hoch. Weil da nämlich ein Orni-Hauptmann ist. Na, und sonst geht's glaube ich, noch nicht weiter. Ich glaube, so war das. Wir machen es jetzt so, ich kämpfe immer so weit, bis das A voll ist, dann komme ich recht schnell durch die Hauptmänner durch. Aber ansonsten verprügele ich die nicht weiter. Machen wir es so. Dann geht's am schnellsten. Okay. Gut, hier war auch nichts weiter, ne? Nee. So soll es sein. Anderes Windrad. Ja, schade. Weiterlaufen. Ich könnte mir, wie gesagt, ja denken, wo der Krog ist. Es wird am Ende sein, wo man ins Dorf kommt. Und wir haben halt damals den Rivali-Hauptkampf dann gestartet, ne? Und ich glaube, das war dann das Problem an der Geschichte. So, jetzt kann ich hier nämlich runter. Dann machen wir hier sozusagen den Rundumschwung wieder. Trotzdem muss ich es mir kurz anschauen, einfach weil es halt auch anders sein kann. Könnte. Und hier waren wir dann aber schon, ne? Das ist hier der Anfang, genau. Das ist hier der Anfang. Okay, Abflug. Dann haben wir den Anfang hier komplett durchgeschaut. Sehr schön. Ich sage, die Karte ist an sich nicht so groß. Die Karte ist recht übersichtlich. Und wir waren halt genau bei dem Dorf. Diese Bögen da hinten, ne? Wenn ihr mir da hinschaut, ganz nördlich sozusagen. Dieser Bogen. Den sind wir nie abgelaufen. Ich wette, da ist der Krog. Ich wette es drum. Aber wir müssen es gucken. Da war auch einer, den haben wir schon mitgenommen. Ach, mach dich doch einfach weg. So. Dankeschön. Wir haben dich unterschätzt. Wahrscheinlich, oder? Schade. Hätte ja sein können. Genau, hier ist so eine recht große Fläche, aber auch hier würde ich jetzt den Krog nicht vermuten, weil er nach wie vor eben als letzter Punkt angezeigt war. Und es ja schon nach der Reihenfolge so ein bisschen geht. Hui, zack, weg. Wiedersehen. So. Trotzdem möchte ich hier auf Nummer sicher gehen und alles ablaufen. Auch hier nach hinten. Ah, das Tor ist noch zu, ne? Ja, okay, stabil. Kann ich die einfach in Ruhe lassen? Ja, ich kann die in Ruhe lassen. Sehr gut. Ah, das ist nichts weiter Wichtiges. Was? Gut, dann kann ich jetzt einfach hier hoch. Hui. So, aber den muss ich besiegen. Ja. Okay. Ich würde halt, sobald der Weg offen ist, ne, die Mission erstmal nicht weiterspielen, sondern dann da hinten hinlaufen. Weil wenn wir dann sicher sind, dass da der Krog ist... Yo, moin!
Weil wenn wir dann sicher sind, dass da der Krog ist, wäre das ja schon mal eine gute Möglichkeit, um dann das Spiel ganz schnell zu beenden. Nicht das ganze Spiel, aber halt den Abschnitt. So, au! Nummer 1 ist down. Ha, die Truhe haben wir übersehen damals. Auch interessant. Da gab es ein Eisvogelschwert. Was wir alles übersehen haben. Ich könnte bekloppt werden, ne? Unglaublich. Einfach unglaublich. Ist jetzt das Tor... Ne, das Tor kann doch nicht offen sein. Das ist Blödsinn. Wait a moment. Ach so. Au. Ja, ist doch gut. So, irgendwie muss ich da hochkommen. Wie kam er denn da hoch? Muss ich hier hoch? Muss ich da... Hey, hier ist zu. Ah, nein, von der anderen Seite. Ja. Ach, das war der Weg. Großartig. Oh, ich sehe da gerade was. Hier ist ein Gang. Waren wir da jemals oben? Ja, waren wir. Da war sogar ein Krog. Okay, sehr schön. Das sagt mir ja wieder, dass ich den richtigen Riecher hatte. Nur in dem Fall hat er mir halt nichts genutzt. Weil wir da schon waren. Okay, gut. Ja, lauf halt jetzt. Moin. Jetzt ist hier offen, genau. Da kann ich auch einfach durchlaufen. Die sind genauso hilfreich wie... Weiß ich nicht. Hier war, glaube ich, auch irgendwo ein Krog. Ja, den haben wir also auch. Also ab da nach oben. Zwei Hauptmänner erledigen. Kriege ich sie mit einem A? Ich hoffe ja. Sollte passen. Perfekt. So, und jetzt muss der Hauptweg... was mache ich denn für einen Blödsinn? Lol. Jetzt muss der Hauptweg ins Dorf aufgegangen sein. Und bevor wir die restlichen Hauptmänner besiegen, genau die zwei Stück, die es hier anzeigt, bevor wir die besiegen, gehen wir ins Dorf. Und da müsste dann der letzte Krog sein. Das ist meine Vermutung. Wir werden sehen, wie weit ich recht habe. Au. So. Jetzt fetze ich hier einmal durch, um A aufzuladen. Moin. Ciao. Beste Bogenschützen warten, bis der Feind direkt vor ihnen steht und schießen immer noch nicht. Super ausgerüstet auf jeden Fall. Ausgebildet auf jeden Fall. Ach, hier ist gar nicht... Moment, wo ist denn dann... Ach, da drüben ist der Weg offen jetzt. Ah, I see. Genau, aber jetzt müsste ich eben wirklich zum Dorf durchkommen. Ach, die muss ich noch besiegen. Vorher darf ich nicht durch. Ist hier zu? Hier ist zu. Okay, alles klar.
So, das war das. Jetzt sollte man... Ja, jetzt komme ich bis zum Dorf. Genau. Also jetzt muss ich langsam aufpassen. Jetzt könnte irgendwo auf dem Weg der letzte Krog sein. Ach, hier ist immer noch zu. Ich muss erst hier hoch wahrscheinlich. Ach so, halt, stopp. Ich würde gerne nochmal zurück. Oh no, was? Ich hoffe, da war jetzt nichts in der Ecke oder so. Ich darf nämlich nicht mehr zurück. Aber dann sind wir jetzt hier nochmal besonders... Hier war einer. Dann sind wir jetzt hier nochmal besonders vorsichtig. Ah, das ist der... Ja, ich verstehe. Hier war nichts weiter, ne? Nee. Link, eine Bombe reicht. Alter Verschwenderer. In Ordnung. So. Hier ist nichts. Ihr könnt mich mal... Da ist eine Truhe, die wir nie geöffnet haben. Na sowas. Und hier drüben, genau. Hier ist dann der Kampf gegen Revali. Und hier bin ich nie entlang gelaufen. Da, ne? Einmal hier nach hinten bin ich nie gelaufen. Bin ich doch gelaufen. Da ist nämlich ein Krog. Dann muss der in der anderen Ecke sein. Dann bin ich aber in die andere Ecke nie gelaufen. Weil wenn jetzt hier der Krog nicht auftaucht, auf dem Weg hier... Dann muss ich weinen, sage ich jetzt schon. Wenn hier der Krog nicht auftaucht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Na? So ein Ding ist das. Hier muss jetzt ein Krog auftauchen. Irgendwo. Vielleicht. Hier echt nix? Ich wollte doch sagen, hier muss doch was sein. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt wieder übersehen hätte. Ey, wenn ich die Wand nicht gesehen hätte jetzt, ne? Gott, alles klar. Ich sag ja, der muss hier sein. Es war einfach die einzige Möglichkeit. So, jetzt kriegt Revali nochmal auf die Mütze. Der hatte jetzt richtig Bock. Moin. Also dann. Hätte ich von hier aus nochmal zurückgekonnt? Ja, hätte ich, okay. Aua. Aua. Ist doch gut jetzt. Hui! Na sowas! Alter! Kriegsmaschine Revali einfach! Ist doch gut jetzt, komm wieder runter!
Rivali ist einfach so nö. So, hier. Tschüss, Rivali. War nett mit dir. Eieiei. Gut, das war die Mission. Alles für 2 Crocs. Alles für 2 Crocs. Why not? Na, why not? Sehr schön, alles klar. Perfekt. Natürlich hat er das. Ah. Sieht mir irgendwo, was mehr EP gibt, dann würde ich nämlich das verkaufen, was weniger EP gibt. Wie viel muss ich ihn verkaufen? Ich glaube, die mehr Angriff haben, vergeben auch am Ende mehr EP. Keine Ahnung, wir werden mal gucken. So. Er kriegt auch wieder irgendeinen Ring. Jawohl. Da gibt es auch nochmal ordentlich Stuff. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier auch alle Crocs. Dann fehlen jetzt immer noch die Crocs in der Dorfmission. Da bin ich in der Dorfmission, da bin ich uff. Und die Crocs fehlen hier. Da bin ich auch uff. Ach, scheiße. Fang mal eine von beiden vielleicht noch an. Ich will jetzt halt den Part nicht zu lang machen. Ich habe nicht allzu viel Zeit. Ich meine, wir könnten sie mal grob ablaufen und gucken, ob wir dann schon alles finden und Glück haben. Und nicht so, ne, also nicht so detailliert jetzt ablaufen, sondern ganz grob mal ablaufen und schauen, ob es reicht. Ich meine, 4 Stück müssen wir finden. 4 Stück. Ja? Scheiß drauf. Ganz, ganz grob. Einmal ganz grob. Und wenn wir es jetzt auf die Schnelle nicht finden, und so geschah es, dann im nächsten Part. Einmal ganz grob durchrennen. Echt wirklich ganz grob. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ach, musste ich hier nicht Mifa und Dings spielen? War das nicht das, wo man Link nicht spielen konnte? Scheiße, die sind nicht gelevelt. Scheiße, die sind nicht gelevelt. Ja, man musste Mifa oder Daruk spielen. Ich glaube, so war das, oder? Konnte man Link spielen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht verwechsel ich gerade irgendwas vollständig. Kann auch sein. Oder Rivali konnte man Rivali? Ich glaube, Rivali konnte man auch spielen. Oh, Rivali wäre stabil. Mit Rivali kann ich recht schnell überfliegen. Jetzt bin ich erstmal super. Ach, wahrscheinlich bin ich... Was? Ich bin ja komplett lost. Ich habe völlig... Oh nein, ich kann die anderen nicht auswählen gerade. Alter, gebt euch diese riesige Karte. Mal schnell überfliegen. Wahrscheinlich, oder? Oh nee. Oh nee. Dann kämpft ihr halt einmal als Ehepaar. Scheiß drauf. Dann kämpft ihr halt mal als Ehepaar. Ah, okay.
Ja, die anderen kann ich, glaube ich, gerade nicht wählen, weil die ja blockiert sind. Ah, ist das dumm. Ah, ist das dumm. Ah, es ist richtig dumm. Hier ist bestimmt ein Grog. Wenn hier kein Grog ist... Milfa! Dann weiß ich aber auch nicht. Ja. Okay, hier ist kein Grog. Dann ist hier halt kein Grog. Auch in Ordnung. Also nicht in Ordnung, aber dann ist es halt so. Hier ist auch kein Grog. Was bin ich denn gerade gewesen? Ich bin ein Symbol gewesen. Das sah ja komisch aus. Ach so, man wird ja... Genau, man wird... Hier hat ja diese Schatten-Doppelgänger-Dinger. Ist hier ein Grog? Hier ist kein Grog. Hä, Moment, war ich da nicht gerade... Hä? War ich da nicht... Bin ich jetzt da einfach hinten durchgelaufen? Ach so. Hier hinten kann man aber hinlaufen. Da ist ein Grog. Schade. Zu schade. Wären alles gute Grog-Verstecke gewesen. Kein Grog-Versteck. Na gut. Glaube ich euch das mal, dass hier kein Grog ist. Dann gehen wir jetzt noch kurz hier auf den Hauptplatz. Wuseln hier alles grog-technisch ab. Ich kann es nicht mal eben überfliegen. Es funktioniert nicht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich es zu schnell mache. Es ist furchtbar. Aber wenn ich halt das Glück hätte und es beim Schnellüberfliegen schon schaffe, alles zu finden, wäre es halt gut. Ach Mann. Es ist ein Graus. Es ist ein Graus mit dieser Grog-Suche. Es ist einfach ein Graus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier nie lang gelaufen. Der Abschnitt hier kommt mir völlig unbekannt vor. Aber es kann auch sein, dass ich mich einfach komplett irre. Das wäre sehr typisch. Ah ja, das ist passiert. Hier ist auch nix. Komme ich hier nach hinten? Nein. Hier ist ein Weg nach hinten. Da ist so ein Gang, den würde ich mir mal kurz anschauen wollen. Da war einer. Okay, da war mal einer. Das ist natürlich auch gut. Doch, hier waren wir. Natürlich waren wir hier, logisch. Ich bin nur blöd. Alles gut, hier waren wir natürlich mal. Okay, hier geht's richtig weiter, ne? Hier geht's richtig weiter, ja. Hier geht's nur so außen rum. Da ist überall nichts Verstecktes. Hier ist auch nichts Verstecktes. Okay. Aber dann sind wir, was das angeht, glaube ich, hier in dem Anfangsgebiet ziemlich gut. Haben wir uns ziemlich gut umgeschaut, würde ich jetzt mal sagen. Ich laufe jetzt einfach mal schnell weiter. Warte, ich gehe noch ganz kurz den Gang hier nach hinten. Ah, das ist der Gang. Okay, dann haben wir den Gang auch gesehen. Gut, ist in Ordnung. So.
dann gehe ich jetzt hier mal weiter. Hier kann man noch hier reingehen. Genau, diesen Weg hier. Da ist noch so ein kleiner... So eine kleine Nische. So ein kleiner Nischenweg. Aber da ist auch nichts Verstecktes. Okay. Dann ist das so. Ich gehe mal, soweit ich laufen kann. Vielleicht kann ich ja Sachen ablaufen. Ach, scheiße. Genau das meinte ich. Vielleicht kann ich ja Sachen ablaufen. Kann ich nicht. Hier. Genau. Ich kümmere mich darum. Welch ein Kräftemessen. Kann ich jetzt hier durch? Nein, ich muss noch den zweiten besiegen. Oh nein, und der ist in dem anderen Gebiet. Och, nö. Dumm. Ah, dann können wir aber ganz schnell auf der Karte, sehe ich gerade was. Dann können wir aber mal ganz schnell hier diesen Gang nach hinten laufen. Da ist 100%. Ich weiß halt nicht, ob ich dort war. Aber wenn ich hier nicht war, dann ist hier auf jeden Fall noch was. Und wenn ich hier schon war, dann sehen wir halt, dass hier schon was war. Aber hier ist auf jeden Fall... Also, das ist ein Weg. So, hier muss irgendwas versteckt sein. Auf irgendeine Art und Weise muss hier irgendwas versteckt sein. Hier, da in der Kiste könnte einer sein. Schade. Okay. Ich habe immer noch Hoffnung. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Ha! Ja, Moment. Achso, doch. Mit Stasis könnte ich. Haltet mich nicht auf. Sehr schön. Nummer 1. Von 4, die wir besuchen müssen. Okay, aber genau das meinte ich. Ich glaube, auf die Art und Weise überfliege ich das Ganze erstmal und gucke mir so die einzelnen Nischenwege an. Weil da sind halt meistens die Crocs. Ich denke, so kann man das mal machen. Ich denke, so kann man das ganz gut jetzt angehen. Okay, so, dann muss ich jetzt nochmal in den Anfang hier zurück. Da habe ich nämlich den Jägertyp übersehen, was nicht so klug war. Die Frage ist, waren wir hier schon in dem Bereich? Ja, da waren wir schon mal. Zwar nicht heute, aber da waren wir schon mal. Da war dann, glaube ich, auch einer. Also haben wir gerade gesehen, da war einer. Muss ich nicht glauben, wir haben es gesehen, da war einer. Gut. Hier hinten war ich drin, ne? Genau, da hinten war ich drin. Dann müssen wir jetzt mal hier lang laufen noch. Machen wir erstmal den weg, den Kollegen. Moin. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. So. Jetzt sollten die ganzen Tore aufgegangen sein. Jetzt sollten die ganzen Tore aufgegangen sein. Oh, ist eine Truhe. Die können wir auch mal einsacken. Da war ein Diamant einfach drin. Hätte ich vorhin keinen Diamanten für 1800 kaufen müssen. Wenn es hier einfach Diamanten gibt. Okay. Auch hier ist wieder das Gute, die Wege selbst sind nicht sonderlich groß. Ne? Die Wege selbst sind nicht sonderlich groß. Es sind einfach nur sehr viele Möglichkeiten. Das macht das Problem. Das macht daraus ein Problem. Jetzt gehen wir erstmal hier nach hinten, weil da hört der Weg auf. Ich glaube aber, hier war ich schon mal. Ich meine mich zu erinnern, dass ich hier schon mal rumgelaufen bin. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Was ist das denn für eine Art von Bombe? Aber interessant, okay. Aber hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Ich hoffe, dass das der Wahrheit entspricht. Eieiei. Egal, so, passt schon. Hier hinten kann ich hinlaufen. Also die Bombe ist bei ihr ziemlich ungünstig, muss ich mal sagen, an der Stelle.
Aber gut. Was soll's, ne? Die Alternative, die ich dabei habe, mit der spiele ich garantiert nicht, weil die würde mich nur aggressiv machen. Mit seiner piepsigen Stimme. Muss ich nicht haben. Muss ich wirklich nicht haben. So. Jetzt kann man mal hier nach hinten laufen. Sofort. Okay, das geht nicht kaputt. No, hier ist noch zu. Ich raste aus. Aber hier ist noch was dahinter. Hier ist was dahinter. Ich muss mir dieses Tor hier merken. Hier waren wir auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall waren wir dahinter. Das muss ich mir merken. Ganz wichtig. Ganz wichtig, das muss ich mir merken. So. Hier ist jetzt offen. Hier unten waren wir, glaube ich, auch. Ich kann mich erinnern, dass wir das alles schon mal abgelaufen sind. Damals, als wir es halt richtig gespielt haben. Ne? Das ist natürlich kein neuer Abschnitt jetzt hier so. Okay. Hier ist auch noch zu, ne? Natürlich ist hier noch zu. Was auch sonst. Hier ist nichts weiter. Ich sehe her, alles gut. So. Okay. Den Abschnitt haben wir dann eigentlich jetzt auch gesehen, würde ich sagen. Na ja, haben wir gesehen. So, hier gibt es jetzt noch so ein paar Außenbereiche. Da ist nichts. Da oben gibt es einen relativ langen Weg nach innen. Hier ist aber auch nichts. Okay. Ist einfach nur Fläche. Einfach nur nutzlose Fläche. Jetzt kommt ein großer Bereich. Das ist ungünstig, weil große Bereiche sind immer prädestiniert, dass irgendwo an der Ecke oder an der Wand was versteckt ist. Also laufen wir es einmal komplett von einem Rand bis zum anderen ab. Aber hier ist auch nichts versteckt. Okay. Gut. Und hier, jetzt haben wir, glaube ich, ja, genau. Jetzt sind wir, glaube ich, da, wo ich vorher nicht durchgekommen bin. Hier war ich, glaube ich, schon vorhin, oder? Hier bin ich schon hingelaufen und das eine Tor war, glaube ich, zu. Glaube ich, hier dieses Tor war zu. Hier ist aber auch nichts. Und hier standen wir. Genau, da ist der runde Kreis. Hier standen wir. Hier war zu. Genau, hier hinten war ich. Okay. Soweit in Ordnung. Dann haben wir den Weg uns angeschaut. Ja, ja, geht mir nicht auf die Nerven. Hier komme ich, wie gesagt, aktuell nicht weiter. Da ist zu, da drüben war auch zu. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz die blauen Moblins der Mission besiegen. Dann machen wir das halt schnell. Genau, die sind hier. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Welch ein Kräftemessen! Jetzt zählt es! Das hat ja gut funktioniert. Yeah!
Ja, das funktioniert ja super. Na gut, dann verprügeln wir den halt einfach so. Ist auch in Ordnung. So, hier gibt's einen Weg. Ich glaube aber, da waren wir schon mal und haben nichts entdeckt. Okay, perfekt. In Ordnung! Gut, das war das Ding. So, ist jetzt dieses Tor da hinten offen? Das ist die goldene Frage. Scheiße, nee, das, wo war denn das Tor? Das war woanders. Fuck. Wo war dieses Tor? Wo war diese Strecke, wo ich gesagt habe, da muss ich mir das Tor merken? Hä? Hier! Hier war das. Das war dieses Tor. Genau, das war dieses Tor. Jetzt ist hier offen. Jetzt kann ich hier durchlaufen. Jetzt muss ich mich hier umgucken. Das führt einfach nur zur Stadt zurück. Ah, das führt hier hin. Jetzt ist hier offen. Okay. Okay, dann war das jetzt nichts weiter Neues. Ach Gott, Leute. Es ist so grausig. Es ist einfach nicht möglich, nur zu überfliegen. Das ist so viel alles und so voll. Hier waren wir offenbar auch noch gar nicht, sonst wären ja die Sachen hier schon kaputt. Muss ich mir jetzt hier die Lücken alle nochmal gut angucken. Da ist noch eine Lücke. Okay. Auf dem Weg hier ist auch nichts Spannendes gewesen. So, aber hier ist jetzt der erste Blitzmoblin. Dann nehmen wir den halt gleich mal mit. Achso, die Truppen des Blitzmoblins, das kann auch ein Feuermoblin sein. Okay, ja, alles klar. So, Wiedersehen. Das war das. Gut. Es ist alles so verwinkelt. Guckt euch diese Karte an. Da wird man doch bekloppt. Muss gleich niesen. Ich entschuldige mich im Voraus, falls ich gleich niesen muss. Vielleicht muss ich auch noch nicht niesen. Ich kenne mich nicht mehr aus. War ich da unten jetzt schon? Ja, ich denke schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Ach Gott, ey. Hier waren wir auch schon. Das haben wir ja eingenommen. Da muss ich mich eigentlich nicht nochmal umgucken, ne? Hier waren... Ja, hier waren wir. Ja, klar waren wir hier. Da hinten sind die anderen Truppen. Hm.
Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Sehr gut. Da waren wir auch gerade. Da war gerade der andere Kampf gegen die blauen Moblins. Das haben wir schon. Also da waren wir definitiv. Okay. Das war nur nochmal das gleiche Gebiet jetzt. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Okay. Okay. Jetzt teilt sich der Weg wieder. Ich liebe sowas. Einmal oben lum. Lum. Oben lum. Oben rum. Und dann da unten. Okay, auf geht's. Aber es sieht jetzt halt auch nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Na, wenn wir mal ehrlich sind. Macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre hier was. Aber wenn ich schon hier drin bin, übernehme ich es halt schnell ein, das Ding. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Yo, hallo Frosch. So, also eingenommen haben wir's. Hier war nichts weiter versteckt. Nee. Nee, okay. Das ist jetzt der Weg hier. Okay. Auch mal schnell gucken, ob man hier was einnehmen kann. Klar kann man hier was einnehmen. Aber ob man hier was finden könnte. Mit Stasis könnte ich. Ja, das mach halt auch. Abflug. Erobert. So, okay. Das Ding ist jetzt folgendes. Hier ist nochmal eine riesige Fläche. Und hier ist noch zu. Da hinten kämpft man dann gegen den Hinox. Jetzt könnte ich mir die Fläche hier mal angucken. Weil die Fläche ist schon sehr verdächtig groß. Hier ist vor allem diese Ecke hier. Diese Ecke hier. Diese Ecke hier. Diese Ecke hier muss doch was beinhalten. Ach so, das ist der Weg hierhin. Ah, okay, das ist dann nicht zwingend jetzt eine Sackgasse, wo was versteckt sein könnte. Aber trotzdem ist die Fläche an sich, so wie sie aussieht, schon recht verdächtig. Wir gucken mal vorsichtig die ganze Fläche ab. Na, hier ist dann der Hinox-Kampf. Hier wirklich nichts. Ah, scheint so. Es scheint so. Schade. Ich hätte gehofft, dass hier was ist. Ja, dann ist da halt nichts, ne? Dann ist da halt nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Okay, hier müssen wir mal kurz aufräumen. Vorsicht, Explosion! Los geht's! Und der Weg hier hoch ist dann sozusagen der, wenn das hier oben aufgeht, dann kommt man dahin. Ich habe jetzt noch eine andere Sackgasse gesehen, die müssen wir uns gleich anschauen. Aber hier ist erstmal auch nichts. Okay. Jetzt müssen wir mal die Sackgasse da unten anschauen. Ich glaube aber, die Sackgasse sind wir bestimmt schon mal abgelaufen. Also wenn wir da nicht waren... Ja, da war ein Krog, okay.
wollte sagen, wenn wir da nicht waren, dann weiß ich auch nicht. Da müsste ja komplett lost sein. So, hier komme ich her, ne? Hier war ich gerade, genau. Das war der Weg, den ich gekommen bin. Die Truhe kann man mal noch aufmachen. Ich habe halt immer das Gefühl, ich gehe irgendwelche Wege doppelt und dreifach hier, ne? Es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. Ich glaube, ja, hier waren wir. Hier waren wir. Dann gehen wir jetzt den anderen Weg. Ich kann ja noch den kompletten... Ja, ja, genau. Ich kann ja einmal den Weg hier noch gehen. Ich glaube, den Weg bin ich noch nicht abgelaufen. Und hier sollten wir diesen Teil von dem kompletten Stadtgebiet noch nicht gesehen haben. Wenn ich jetzt hier mal nach hinten laufe, hier nämlich, da dürften wir auch noch nicht gewesen sein. Oder waren wir hier? Egal, ob wir hier waren oder nicht, hier ist nichts. Ah, vielleicht waren wir hier auch schon mal. Keine Ahnung. Ach, geht mir nicht auf die Nerven. Hier hinten ist auch ganz stabil nichts. Okay. Ach, scheiße, ey. So, jetzt trennt sich hier wieder alles Mögliche auf. Gehen wir erstmal hinten rum. Da ist nichts. Wir bleiben hinten. Ach, jetzt bin ich hier. Jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier den Rundumweg gemacht. Sehr schön, das war das, was ich wollte. Okay, sind wir nur schneller hier hingekommen, als ich dachte. Gut, uns fehlen aber immer noch 3 Crocs. Also es sind immer noch 3 Stück, die wir bisher nicht gefunden haben. Die hier irgendwo auftauchen müssen mit der Zeit. Hier kann nichts weiter sein, okay. Dann machen wir erstmal die Mission weiter. Ach, das ist ganz da drüben. Oh. Ich springe im Dreieck. Bin ich hier schon mal durchgelaufen? Es ist alles so ähnlich. Ich kriege die Krise. Es ist alles so ähnlich und vergleichbar und bläh. Es ist einfach viel zu groß. Ah, ich muss da runter. Stabil. So, das waren dann die letzten Moblins. Nee, der ist noch da. Jetzt ist er weg. So. Jetzt sollten die letzten Tore aufgehen. Hier waren wir schon. Kennen wir alles schon. Genau, und jetzt sind die 2 Vorposten offen. Ganz genau. So, jetzt sind die letzten Tore offen. Nämlich einmal hier das Tor. Jetzt kann ich hier nach hinten laufen. Und da drüben.
Und da auf den Wegen müssen jetzt die restlichen Crocs auftauchen. Sonst kriegen wir Probleme. Sonst kriegen wir echt Probleme. So. Abflug. Okay. Ah, jetzt muss ich hier extremst gut... Ach, das ist wieder so ein Ding. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Jetzt muss ich da wieder extremst gut aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Was für mich eben bedeutet, vor allem außen rumlaufen. Und so weiter, gerade bei so einer großen Fläche. Alles einmal abgehen. Scheint aber tatsächlich auch hier nichts gewesen zu sein, ne? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Eine Spurtkröte für mich. Sehr schön. Spurtkröte in meine Tasche. Was war das denn? Achso, ich wollte gerade sagen, wir waren ja alle rot. Was ein alberner Hinterhalt. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Seht ihr? So, das war Nummer 1. So, und hier nach hinten, da weiß ich, dass da hinten ein Croc war, glaube ich zumindest. Oder der war in einer Nebenmission da hinten mal, das kann auch sein und wir haben ihn hier noch nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müsste hier was sein, wenn ich hier nach hinten laufe. Ob wir ihn schon haben oder nicht, es müsste hier auf jeden Fall was sein. Ich kann auch noch hier lang, hier runter gehen. Da ist auch genau gar nichts. So, aber wie gesagt, hier hinten müsste irgendwas sein. Entweder wir haben schon. Ja, scheiße. Wir haben ihn schon. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Das macht die Sache jetzt nicht umso, nicht gerade einfacher. Aber langsam wird es knapp. Langsam gehen mir meine Möglichkeiten aus, wo ich noch nicht geguckt habe. Weil aber halt, wie gesagt, hier alles gleich aussieht. Es ist so schwierig, hier die Übersicht zu behalten. Nein, sag dich, hier ist zu und ich komme nicht rum. Och, ich hasse das. Och, ich hasse das. Das war letztes Mal schon so. Jetzt muss ich den ganzen Weg... Oh, nein. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Kann ich da nochmal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe? Aber ich wüsste halt nicht, wo. Ich laufe es doch gerade relativ gewissenhaft ab. Ich meine, die Fläche hier ist groß. Klar kann hier ein Stein oder so eine Blume irgendwo in der Wiese sein, die ich nicht gesehen habe. Ich hoffe es zwar nicht, aber lass mich in... Alter! Lass mich in Ruhe. Aber möglich ist alles, das ist das Problem. Lasst mich einfach durch. Geht zur Seite, der Boss kommt.
So. Aber es bleibt jetzt ja auf der Karte auch überhaupt nicht mehr viel übrig. Ach, das ist doch kacke. Das hier sind wir auch schon abgelaufen. Also ich kann ja eigentlich nur... Komme ich da runter? Komme ich zu der Kiste da runter? Nein, die ist glaube ich wirklich... die ist Deko, die Kiste. Also ich kann ja nur... da was übersehen haben, wo wir schon waren. Es geht ja gar nicht anders. Bestimmt in der Stadt und so in solchen Bereichen. Keine Ahnung. Oh Gott, ist das furchtbar. Jetzt ist da oben jedenfalls offen. Jetzt kann ich da oben hinlaufen. So viel ist klar. Aber dass hier auf dieser großen Fläche nichts ist, wundert mich. Ich hätte schwören können, dass man hier irgendwas finden kann. Ich hätte es schwören können, dass die hier was verstecken. An der Rand, an den Rand irgendeine Blume, keine Ahnung. Aber gut. Hier ist zu! Ich komme nur von der anderen Seite hier rein. Wollt ihr mich eigentlich komplett... andersrum. Das Blöde ist halt auch, wenn ich die alle nicht besiege, es kann halt sein, dass unter denen sich mal so ein Ding versteckt und dann ich es nicht richtig sehe. Aber es sind hier so viele Gegner, ich habe gar keine Lust, die alle zu besiegen. Aber jetzt auch wieder so eine große Fläche... Und da soll nichts sein. Es wirkt irgendwie falsch. Da hinten war der Krog, ich weiß. Wir sind bereit. So. Hier ganz schnell einmal aufräumen. Jetzt habe ich hier so einen Abschnitt. Nach hinten kann ich hier laufen. Ist hier irgendwas? Nein. Hier an der Seite entlang ist auch... Ach, jetzt tauchen hier die ganzen Dinger auf. Deswegen war die Fläche so groß, weil die jetzt erst aufgetaucht sind. Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Aber jetzt geht es sozusagen zum Hinox. Und zum Schluss ist dann super in der Stadt. So, das weiß ich noch. Aber wir haben jetzt ja dann... Oh, ey, es ist zum Kotzen. Ja, lass den Hinox auftauchen, ist recht. Ich hoffe, dass in dieser Festung irgendwo ein Krog noch versteckt ist. Wenn wir den besiegt haben, den Hinox, dass ich mich da mal umgucke. Das wäre sehr wünschenswert. Reicht es schon? Na, schade. So, mach dich weg. Okay. So, hier hinten ist eine Lücke.
Tolle Lücke. Ah, es ist zum... Hier ist auch einfach nichts. Jetzt taucht super auf. Moment, ich wurde jetzt dahin geportet? No. No. Ja. Kann ich mich jetzt überhaupt noch? Oder sind die Wege jetzt komplett zu? Kann ich mich jetzt nochmal umschauen oder sind die Wege jetzt komplett zu einfach? Ich wette, hier in der Stadt ist es einfach Millionen Crocs, die ich noch nicht gesehen habe. Also drei müssen es ja sein. Am Ende müssen es ja drei sein, die wir noch... Oh mein Gott, portet der sich jetzt mir hinterher oder was? Leute. Wir haben einen weiteren Croc gefunden. War ich hier noch nicht? Hier war ich tatsächlich noch nicht. Stimmt, das ist ein Bereich, wo ich noch nicht war. Oh, wenn hier bitte noch ein weiterer Croc sein ist, das wäre sehr gut. Stimmt, das hier ist auch eine Sackgasse. Da war ich tatsächlich nicht. Ja, ja, okay. Hier kann man auch noch rauflaufen. Noch ein Croc? Schade. Wäre zu schön gewesen. Okay, wir haben jetzt zwei gefunden, richtig? Wir haben, glaube ich, vier zu suchen. Ach, ey, aber schaut euch das an! Wer soll sich da auskennen? Wo man schon war und wo man nicht war und... Gott! Ich habe so keine Ahnung, wo ich schon war. Wo ich jetzt auf jeden Fall hinlaufen möchte, was ich gerade sehe. Ja, eine Sache, die ich jetzt... Okay, eine Sache sehe ich spontan, die ich auf jeden Fall noch ablaufen möchte. Ich hoffe, dass es was nützt. Und zwar... Hier rum. Da nach hinten. Waren wir hier schon mal? Ah, hier ist jedenfalls nichts. Schade. Hier ist jedenfalls nichts, aber da hätte was... Ach, Mann. Die andere Richtung kann ich es auch noch ablaufen. Und überhaupt... Ah, hier ist eine Kiste, okay. Maxi-Trüffel in der Kiste, alles klar. Aber das ist, was ich meine. Es gibt einfach noch zu viele Wege, die ich hier noch nicht abgelaufen bin. Und die... Ach, es ist so schwierig, hier den Überblick zu behalten. Oh, ich sehe da noch was. Hier waren wir garantiert... Hier war ich nicht drin. Ist hier ein Croc? Oder war ich hier drin? Weil das ist ja mein Gebiet irgendwie. Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier drin war. Aber hier ist leider auch nichts. So, aber das heißt doch, dass wir diesen ganzen Weg hier noch nicht abgelaufen sind. Doch, hier war... Hier hochgelaufen... Oh mein Gott! Hier hochgelaufen... Ja, hier war ich dann doch schon mal. Hier bin ich ja auch hochgelaufen. Da hinten bin ich auch hochgelaufen. Und da habe ich nichts gefunden. Ist da dann auch wirklich nichts? Das ist ja immer noch die nächste Frage. Es kann ja sein, dass ich mich nicht richtig umgeschaut habe. Dass ich vielleicht genau da war, wo ein Croc ist und den einfach nicht gesehen habe, weil dumm. Ne? Das gibt's ja leider auch noch.
So, jetzt ist hier wieder die große Fläche. Die kann ich überhaupt nicht leiden, diese große Fläche hier. Da hinten waren wir eigentlich. Ah, wisst ihr was? Ich besiege jetzt Super und ich schaue die restlichen Crocs danach. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Hier nochmal alles abzulaufen und nochmal alles abzusuchen. Das kann es ja irgendwo nicht sein. Nee. Ich laufe das jetzt nicht nochmal alles ab. Hier waren wir auch. Da kann ich mich auch dran erinnern. An den Kanonen sind wir vorbeigelaufen. Haben wir den Weg hier gemacht? Diesen Zwischenweg? Ja, doch, den haben wir auch gemacht. Ah, es ist... In so einer riesigen Fläche... Ja, ist schön für Zelda. Aber auf so einer riesigen Fläche Crocs suchen ist... einfach grausam. Es ist keine Map, um Crocs zu suchen. Absolut nicht. Ich meine, wir haben zwei gefunden. Es ist besser wie nix. Aber das reicht mir dann jetzt auch. Ich wette, in der Stadt sind noch irgendwo welche. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil hier alles ablaufen, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Ich wette, ich habe hier nicht alles abgelaufen. Da hinten war ich ziemlich sicher auch schon. Komm, scheiß drauf. Schluss. Da oben kann ich auch nicht hoch, nee. Das ist ein ganz grausamer Ort, um Crocs zu suchen. Das ist wirklich ein ganz, ganz grausamer Ort, um Crocs zu suchen. Ach komm, Super, halt die Schnauze. Verzeihung. Und das war's. Zwei dürften noch fehlen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Zwei dürften noch fehlen. Ah. Ach, Mann. Ach, geh doch heim. Ach, geh doch heim. So, super Filler-Folge. Es fehlt ganz am Anfang einer und ganz am Schluss. Aber wie soll man hier ganz am Schluss und ganz am Anfang definieren? Aber so kann ich zumindest wahrscheinlich dann sehr schnell rausfinden, welche das sind. Ich schaue bis zum nächsten Mal nach. Danke fürs Zuschauen und tschüss.
So, wir hängen das jetzt hinten dran. Das ist mir zu dumm. Das ist mir zu dumm. Wir hängen das jetzt hinten dran. Das wird jetzt etwas längerer Part. Ist eh schon ein längerer Part. Ich habe jetzt nachgeguckt. Ich bin an allem vorbeigelaufen. Ich muss stabil an allem vorbeigelaufen sein. Ich habe jetzt eine Karte offen. Und auf der Karte sind Kreise eingezeichnet, wo Crocs sind. Und ich kann es mir nicht erklären, dass ich dort nicht gewesen sein soll. So, wir wählen jetzt mal kurz, wer ist denn aktuell am stärksten. Von denen, die ich spielen darf. Achso, Moment, kann ich nicht. Achso, Link darf ich erst nachher spielen. Ach, das ist das Problem. Ja. Ja, komm, dann königliche dann. Beraterin Impa, bereit! Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Ich kann und es so mir beim geschah besten es, Willen dass sich die erklären, Piloten der vier Titanen die, versammelten. Diese Crocs, unter den wohlwollenden Blicken die jetzt des zeitreisenden sehen werdet, Wächters nahm das Training zur Steuerung der habe. Titanen seinen Lauf. Und ein Plan zur Niederschlagung der Monster kristallisierte sich heraus. Ach, jetzt geh doch weiter. Es ist insane. Ich kann es nicht anders sagen. So. Wir müssen jetzt natürlich erst wieder so weit spielen, bis alle Wege offen sind. Na, nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Ich glaube, die Crocs, die mir fehlen, ich glaube, da komme ich an die Bereiche komme ich sogar schon hin. Ich glaube, da kann ich einfach mal hinlaufen und wenn wir die zwei Crocs haben, dann kann ich ja den Rest des Spiels, na, ich meine, ich muss es dann noch abschließen, die Mission, aber das kann ich auch ohne euch machen. Das habe ich gerade ja schon mal gemacht. Also die Mission kann ich auch ohne euch abschließen. Da brauche ich euch nicht dafür. Ja, so ein Ding ist das. Ey, aber wie kann ich denn so blind sein? Das sind alles Kreise an Orten, wo ich definitiv war. Das sind wir definitiv abgelaufen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich da direkt hinlaufen kann. Also. Achso, vielleicht fange ich... wait a moment. Ich fange da drüben an. Ich fange hier drüben an. Ach, da kommt. Ich muss ihn da laufen jetzt. Ich muss jetzt hier auf... Das ist jetzt lustig. Ich muss jetzt auf die Karte gucken. Ja, so ist besser. Ich muss jetzt auf die Karte gucken, hier im Kleinen. Komm, wir räumen mal kurz hier ein bisschen auf. In das Gebiet, wo ich jetzt reinlaufe, da gibt es drei Crocs. Milfa! Ja! Und zwar. Nummer 1 in dieser Ecke hier. Den hatten wir, ne? Ja, den hatten wir. So, okay. Nummer 2 gleich da drüben. Und den bin ich mir ziemlich sicher, hatte ich nicht. Den habe ich nicht. Ich bin aber hundertprozentig sicher, dass ich da reingelaufen bin in dieses Stück. Ich habe es dann einfach nicht gesehen. War ich hier nicht? Ich bin doch hier durchgelaufen. Ich muss doch hier durchgelaufen sein. War ich nicht bis hier hinten? Habe ich diese Gasse echt ausgelassen? Ich muss sogar noch mal eine Truhe stabil. Ich muss diese Gasse ausgelassen haben. Sonst hätte ich sowohl die Truhe als auch den Croc. Ich habe diese Gasse ausgelassen. Oh, leck mich doch fett. Okay, so. Dann habe ich diese Gasse hier ausgelassen. Ist in Ordnung. So, das war Nummer 1. Den da hinten haben wir. Der andere ist dann, ne, der ist dann nämlich gleich, Achso, gleich kommt man da gar nicht hin. Doch. Genau, hier. Hier hinten. Ist auch einer eingezeichnet, aber ich glaube, den, genau, den habe ich. Den habe ich. So, okay. So weit, so gut. Jetzt müssen wir wieder alles zurücklaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu dem... Doch, ich komme da. Ich kann da schon hinlaufen. Ich kann zu dem letzten Croc schon auch hinlaufen. Also folgendes.
da müssen wir hier lang. Ich kann es auch kurz auf der Karte zeigen, wo ich hinlaufen muss. Ich kann ja hier, ne, Befehl und so, über das kann ich es ja machen. Hier. Da. Da ist noch ein Krog eingezeichnet. Genau da. Da muss ich jetzt hinlaufen. Also das da ist einfach. Wir nehmen die gleich mal auseinander, dann habe ich diese Mission nachher auch schon erledigt. Okay. Da. Okay. Hier lang. Weg. So, ah ne, da muss ich von der... Da bin ich aber... Ich weiß es hundertprozentig, dass ich da auch lang gelaufen bin. Da war ich ja jetzt zum Schluss sogar. Da war ich noch sogar zum Schluss, als ich mit Link noch unterwegs war. Oder? Hier hinten. Da war ich doch sogar. Habe ich da echt keinen... Habe ich da echt den Krog übersehen? Oder habe ich den da schon gehabt? Alter! Jetzt, wo ich weiß, dass da einer ist, ich muss komplett dran vorbei. Lost. Einfach lost. Okay. Das waren die beiden fehlenden Crocs. Ich schneide das hinten dran. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Lasst dem Part gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat.